Moin Leute, Trimax hier. Heute geht's für mich für 2 Monate nach New York. Wir haben da eine unfassbar geile Bude und haben da richtig, richtig viel vor zu vloggen. Wenn ihr es also nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und heute geht's jetzt erstmal nur um den Flug. Mein Bruder ist auch mit dabei. Also meine Freundin ist auch mit dabei, meine Oma ist dabei und meine Eltern. Volles Programm mit der ganzen Familie erstmal hin. Die sind nicht so lange da, nur eine Woche, aber den Flug hinnehmen wir. Und ich wollte mein ganzes Leben lang schon einmal erste Klasse fliegen. Habe ich noch nie gemacht. Finde ich auch völlig unnötig, weil das Ticket das 10-fache kostet. Aber ich dachte mir, für einen Vlog, um euch das Ganze mal zu zeigen, kann man das auf jeden Fall machen. Mein Bruder hat euch das zum Geburtstag geschenkt. Ist richtig? Danke. Gerne. Daumen hoch und lächeln. So Leute, die Oma ist auch mit dabei. Der hat mir das Ticket auch geschenkt. Nicht Daumen hoch. Es ist. Sie war noch nie in Amerika. Da geht es das erste Mal hin. Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Ich kann. Was? Ich kann schon gar nicht richtig stehen. Ich Das schaffen wir. Wir sind fast drin im Flieger. So Leute, hier ist der Flieger. British Airways. Naja. Hier sind wir da. Mein Bruder hat seine Kabine direkt neben mir. So sieht das Ganze aus. Ich werde mich gleich mal hinsetzen. Das sieht schon krass aus. Ich bin mal gespannt, wie sehr man liegen kann. Kann man hier richtig liegen? Was kann das hier alles? Erstmal alles anfassen, ne? Eine eigene Lampe, krass, ja gut. Weil heute ist das Spiel tatsächlich, heute Abend. Man City gegen Real Madrid. Wir haben ja Eli am Flughafen getroffen, übel random. Ich kann die Instagram-Story nochmal reinpacken. Jetzt geht's los nach New York. Ich habe mir hier gerade noch bei Gosch nochmal schnell ein Lachsbrötchen reingepfeffert. Und auf einmal ist Eli hier. Es ist so random, ne? Und er fliegt nach Madrid zum Halbfinale. Der ist einfach ins Stadion geflogen nach Madrid. Und wir fliegen nach New York und haben ihn da einfach beim Gosch getroffen für ein Lachsbrötchen, haben wir uns da geholt. Was ist das? Eine PSP. Das sieht aus wie eine PSP. Nein, das ist die Bedienung. Das sieht echt aus wie eine PSP. Das ist eine PSP. So Leute, ich sitze jetzt. Kann man sich ranziehen? Kann man sich ranziehen, dann kann man sich so hinlegen. Ich sitze jetzt, also der Stuhl ist wahnsinnig gemütlich. Und dann die Füße darauf packen. Ja. Braucht man da zuerst die Decke ausbreiten, damit man den Ritz nicht dreckig macht? Ist die dafür? Oder ist das die Decke zum Zudecken? Hello, hey. Hi, welcome, Stanley. Would you like a drink? Yes, please. What would you like? Coke Zero? Yeah, certainly. Would you like ice? Yes. Okay. Thank you. So welche. Das Kopfhörer, das Fliegergeschenk bekommen. Die sind doch nicht geschenkt. Die sind geschenkt. Echt? Ja, die sind geschenkt. Okay, krass. Das ist doch die Decke zum Zudecken. Das ist die Decke für die Füße. Warte mal. Zack. Zack. Ja, safe. Ich glaube, man kann seine Füße einfach hinlegen. Nee. Oh. Chillig. So, jetzt kam ja gerade noch eine andere Bedienung, nachdem ich schon drinnen bestellt habe. Wir haben uns gefragt, ob wir beide einen Champagner möchten. Den nehmen wir. Eine Bedienung kommt für Softgetränke, eine für Champagner. Ja, genau, es sind zwei verschiedene. So, okay, you've got champagne coming as well. Yes, thank you. I mean a ticket for you. Would you like some sleepwear for the flight? No, thanks. Are you sure? Ja. So, mitbekommen? Ja. Ich wurde gerade gefragt, ob ich Schlafkleidung haben möchte für den Flug. Kleidung? Sag du gleich ja. Du musst sie anziehen, bitte, für den Vlog. Thank you. Enjoy. Thanks. Hast du die Pyjama gerade angenommen? Ja, zum Pyjama, wie geil. Ja, ne? Geil. Prost. Hast du dein Pyjama bekommen? Ich zieh dich gleich so an. Die müsstest du so rocken. Ist der langärmlich? Also langärmliche Pyjama ist auch bodenlos. Wir müssen immer noch unseren Platz verwalten ein bisschen. Jetzt haben wir hier echt dauerhaft irgendwelche Sachen geliefert. Deswegen ich mein Pullover, was? Der in den Schrank hängt. Den habe ich nicht gesehen. Wir sitzen jetzt schon seit 10 Minuten hier und wir entdecken die ganze Zeit immer noch neue Sachen. Alles eigentlich völlig unnötig. Ich zeig auch direkt die nächste Sache. Hier. Du siehst es leider nicht. Ja, hier ist ein Spiegel drin. Ein Fach zum Sachen verstaut. Das habe ich noch gar nicht angeschaut. Was kann das denn alles hier? Oh, ich habe mich verklickt. Oh shit, ich habe das Ding gedrückt, nicht, dass ich einen Kellner anfordere, glaube ich. Ich habe noch ganz schnell ein kleines, warmes Handtuch auf den Teller bekommen. Das war auch schon, also nichts gesagt. Runtergefallen. Where's the menu? Oh, it's here, darling. Okay. Should I come back in a minute? Yeah, that would be great. Thank you very much. Hat sie uns gerade beide Darling genannt? Ja. Wir wurden Darling genannt, ja. Ich glaube, das ist ja so. Aber wir müssen jetzt ins Menü gucken. Oh, es gibt als Nachtisch gibt es Krebs mit Vanilleeis. Nein. Mit Obst, das kann man knicken. Popcorn gibt es hier, Niki. Und Lindtrüffel. Okay, gut. Gefällt mir. Wenn wir hier wirklich Man City und Real irgendwie schauen können, bestelle ich mir schön einen Espresso. Hast du auch zwei Vorspeisen bestellt? Ja, hast du auch zwei? Ja. Also, hast du? Beef Carpaccio mit Trüffelcreme, ja. Und die Sweet Potato Super Chin. Sehr, sehr ausgesprochen, gute Wahl.
Internet haben wir, aber ich glaube, das mit dem Spiel gucken wird nichts. Das ist schon sehr schlechtes Internet. Aber ist ja auch klar. Ich meine, wo sind wir denn, ne? Man kann ja auch sehr nice den Flug kompensieren, wo jetzt alle wieder in die Kommentare schreiben. Der Flug hier, First Class, ist umgerechnet bei Atmosphäre 136 Euro. Ich zahle für mich und die meine Familie, also wir zahlen 1000 Euro spendig für CO2-Kompensation. Macht's natürlich nicht besser, aber schon ein bisschen besser. Zum Netflix- und YouTube-Video schauen, das Internet nicht ganz gut genug, leckt wie Sau, aber man kann richtig gut Clash of Clans spielen. Ich werde die 7 Stunden so durchfahren. Wieso machst du kein Live-Commentary? Nee, mir geht's nur darum. So macht man das nämlich. Der leckt ein bisschen bei mir, weil ich so schwer bin. Alter, wie tief! Warst du schon mal ganz unten? Nee. Nein? Nein. Der bewegt sich immer noch. Echt? Wie lange geht der Modus? Oh, meine Füße. Oh, die werden eingeklemmt. Ach, das wird komplett zum Bett. Echt? Das ist jetzt verbunden mit den Füßen. Ich zieh mir gleich so mein Pyjama an. Alter, ich lieg komplett. Ey, ich kann in vielen Hotelbetten nicht schlafen, weil ich zu lang bin, aber selbst hier passt das. Er legt sich auch komplett hin. Ja, er muss hochgehen, das ist für die Füße. Bist du so weit oben, wie es geht? Ich lieg gerade so. Dreh weiter. Ich bin so weit. Das ist mir ein bisschen zu weit. Zu hoch liegst du? Ich denke die ganze Zeit, das ist ein Spiegel hier, weil wir genau die gleiche Lampe haben. Ja, ich auch. Genau in dem Abstand. Es sieht die ganze Zeit aus wie ein Spiegel. Auch schon, wirklich, das hier auch schon. Was für eine scheiß optische Täuschung. Die handgemachten Chips, gut. Das ist einfach alles Snacks bestellt, dieses gibt Popcorn. Das wollen wir uns teilen, ein bisschen wenig, gut. Ah ja, das sind meine. Ah, okay. Thank you. Ich bin mal kurz die Oma besuchen gegangen. Was genau machst du hier, Oma? Ich hab mir, lass es mir jetzt richtig gut gehen. Ich habe mir was zu trinken bestellt. Gin Fizz mit Orange. Und eine kleine Flasche Rotwein. Oma! Oma. Wasser hab ich. Der hier ist schon leer. Ja, das habe ich hier auf dem Kimmel. Wie schmeckt's? Wunderbar. Probier mal ruhig. Ja, Stückchen auf dich, Nick. Zum Wohl. Zum Wohl. Would you like some water? No, thanks. Beautiful. Wurde eingedeckt. Sina darf sogar hier sitzen. Hat sie auch gerade schon was zu trinken bestellt. Bin gleich sehr gespannt aufs Essen. Wir haben übrigens für beide Flüge hin und zurück 6.000 Euro bezahlt, aber eigentlich sind die, wir haben schon ein halbes Jahr voll, eigentlich sind die noch viel, viel teurer. Die erste Vorspeise ist da, Beef Carpaccio mit Trüffelcreme. Ich sehe da jetzt auch gerade Rucola und Tomaten, die müssen wir noch beseitigen. Das ist sehr, sehr lecker. Das ist sehr lecker. Krass. Du wolltest dir gerade nochmal eine Cola Zero bestellen, was ist passiert? Ich bestelle mir immer wieder eine Cola Zero, die ist aber noch zur Hälfte voll, so in die Zukunft gedacht. Und die nimmt die dann immer einfach mit, weil ich dann wieder eine volle kriegen soll. Ich weiß gar nicht, was das soll. In die Zukunft gedacht. Guten Appetit. Ah, macht man sich da so eine Soße drauf? Die muss ich aber erstmal probieren. Ich mache mir erstmal hier einen kleinen Klecks hin. Aber ich will noch kurz betonen, was Max gerade offcam gesagt hat, dass das Lamm sehr lammig schmeckt. Warum ist hier noch überall so Gemüse drauf? Was sind das, Cranberries? Granatapfel. So, Essen war unfassbar nice. Also wirklich richtig, richtig gut. Hier ist noch lange nicht Schluss. Mein Bruder wollte sich gerade zum allerersten Mal in seinem Leben einen Steinbutt bestellen, weil sie das hier haben. Der ist aber schon aus. Jetzt hat er sich eine Käseplatte bestellt. Zeig die mal. Du magst doch gar keinen Käse. Naja, ich mag Käse eigentlich schon, aber das ist schon... Guck mal, wie fancy der Käse ist. Das stand aber auch so in der Karte. Das ist schon spezial. Echt? Blauschimmel. Das Ding ist, ich habe mir tatsächlich nochmal ein Hauptgericht, ich habe mir nochmal Chicken bestellt. Ja, nochmal ein Hauptgericht. Hat sie mich gefragt, was ich in the meantime haben möchte. Und hat mir das bestellt. Den wollte ich mal probieren, den goldenen. Ah ja, spannend. Den, auf den habe ich mich auch am meisten gefreut. Das war's schon für dich. Geil als Cheddar. Wieso? Ach so, ja, schön. Während Niki noch seine Käseplatte genießt, bin ich direkt schon beim Nachtisch. Passion Fruit Hazelnut Tart. Zweiter Nachtisch ist angekommen. Crêpe Suzette mit Vanilleeis. Da sind aber irgendwie noch Aprikosen oder Pampelmuse. Orange. Oder Mandarin. Oder Orange. Orange. Okay, ist noch dabei. Das ist aber nicht so gut. Und ich glaube, der Rest hier. Ist das Ahornsirup? Oh. So, während ich mir leider diesen mega miesen Aprikosen-Nachtisch bestellt habe, ist mein Bruder für einen weiteren Hauptgang gegangen.
Das ist nämlich der Fehler, wenn All Can Eat ist, zu früh zur Nachspeise zu gehen. Du musst einfach weitermachen. Mein Bruder hat mir ein Hähnchen abgegeben. Danke, Mann. Kein Problem. Oma, wie schmeckt's? Ganz lecker. Also einfach spitze. Ich bin sonst nicht so, aber das hat gut. Mein Bruder hatte sich jetzt schon 8 Speisen bestellt, aber gerade meinte die Kellnerin was zu ihm. Ja, ganz ruhig. Ihr habt jetzt so viel schon bestellt, wir müssen einfach gucken, ob die anderen Gäste noch was haben wollen und ob wir genug noch da haben. Hier in der Businessloge gibt es ja nur 8 Plätze. Wir haben zu zweit einfach für 10 Leute bestellt. So Leute, zwischenzeitlich haben wir ziemlich gechillt, auch ein bisschen gepennt. Jetzt wurden wir gerade mehr oder weniger geweckt und wurden gefragt, ob wir noch etwas haben wollen vor der Landung. Eigentlich haben wir beide keinen Hunger, aber das Burger-Menü gibt es ab jetzt. Und da haben wir uns schön geordert. Ich glaube, mein Bruder ist gerade noch auf dem Klo. Ich werde mir jetzt schon schön reinpfeifen. So, der Burger war sehr geil. Auch nicht so groß. Wir haben uns nochmal direkt ein Eis hinterher bestellt. Dann haben wir mittlerweile, glaube ich, auch die gesamte Speisekarte mindestens einmal durch. So Leute, wir sind gleich gelandet. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Flug. Alles, was sonst beim Fliegen stört, war hier nicht dabei. Wir wollen das auf jeden Fall mal testen, ist auf jeden Fall krass. Aber wenn man normalerweise hier 10.000 Euro für einen Flug bezahlt, ist das ein bisschen zu viel. Ansonsten haben wir, was geil war, wir haben, man saß nicht ungemütlich, das fuckt am meisten ab. Man hat Internet, das fuckt sonst immer ultra ab. Und man hat schlechtes Essen, das fuckt sonst ultra ab. Das hatten wir hier alles drei nicht. War auf jeden Fall eine feine Sache, was sagst du? Hat sich ja überhaupt nicht in den Flug angefühlt. Wirklich gern jetzt noch 6 Stunden weiter geflogen. Der war echt cool. Also das war einfach nur heftigstes Chillen, ohne dass die Leute einen per Telefon erreichen können, was auch mal ganz cool war. Und ich habe ungefähr 35 Mal Sachen bestellt. Vicky hatte eine Taktik. Jedes Mal, wenn sie kam zum Geschirr abräumen, hat er was Neues bestellt. Und das habe ich auch gemacht. Und am Ende haben sie einfach meine Tischdecke weggenommen und meinen Tisch eingeklappt, ohne mich zu fragen, ob ich noch was will. Wir haben auf jeden Fall Vollgas gegeben. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Du machst das Handy. Und abonniert den Kanal. Du musst jetzt landen. Okay. Oh, oh, oh. Macht die Abmord beim Landen. Abonniert den Kanal, weil jetzt geht's direkt los ins Airbnb, in die Bude. Sie wird auch nochmal ganz verrückt. Und wir haben richtig viel vor, die nächsten 7 Wochen in New York. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video auch rein. Tschüss.